Fuhrparkchefin Anna Bärenreuther ist auf ihrer Probefahrt mit dem TGX 510 von MAN mittlerweile bei der zweiten Fuhre Schotter angekommen. Nachdem sie schon einmal rückwärts abgekippt hat, will sie nun auch die seitliche Variante testen, ob auch hier alles funktioniert. Das 180.000 Euro Gespann hat sie bei ihrer ersten Tour lediglich ein bisschen bei dem Umstecken der Bolzen geärgert. Doch jetzt scheint das auf jeden Fall schon mal kein Problem mehr zu sein. So, um jetzt seitlich kippen zu können, müssen wir noch die Verriegelung lösen, dass die seitlichen Klappen auch aufgehen. So, und hier vorne noch einen. Genau, und jetzt kann man seitlich kippen. Na, dann hoffen wir mal auf das Beste. Ja, ja, nee, rieselt nichts raus. Gibt's doch nicht. Ja, anscheinend ja doch. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Oh, ich kann kotzen. Ja, Anna, ist verständlich. Das gibt's doch nicht. Erst waren's die Bolzen und nun das. Anna checkt nochmal die Verriegelung. Die sind gelöst. Aber alles nützt nichts. Es muss Hilfe her. Ja, die geht nicht auf? Ja, das habe ich ja eigentlich. Aber ich kipp komplett auf und die Bordwand geht nicht auf. Könntest du mal hinterkommen, bitte? Danke. Bis gleich. Ja, komm. Eine Muldenladung später und mit Hyperradladergeschwindigkeit schwebt die Rettung ein. Der Mann für alle technischen und auch manchmal menschlichen Zwischenfälle. Werkstattchef Stefan. Also entweder ich stelle mich irgendwie dumm oder es geht nicht. Richtig steckt die so. Ja? Die sind auch beide offen, definitiv. Die Verriegelung ist überhaupt nicht offen. Ja, aber dann... Wo war der Fehler? Anna hat die Verriegelung, sagen wir es mal so, mit zu wenig Schmackes, umgangssprachlich Kraft, geöffnet. Hallo, dass man da so viel Gewalt anwenden muss. Ja, weil das nicht geht. Ja. Schau mal hin. Ja, ich guck doch. Wie soll man das bitte aufmachen? Tja, anscheinend so. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Dieser Fall scheint für Stefan gelöst. Beim zweiten Mal läuft dann alles glatt. Die rund 10 Tonnen rieseln entspannt beim langsamen Rückwärtsfahren aus dem Dreiseitenkipper. Also wenn jetzt die ganze Masse da rauskommen würde und man stehen bleibt, dann würde das auch die Felgen vielleicht treffen, die dann verkratzen oder die Reifen. Und deswegen fährt man dazu immer ein kleines Stück oder lässt rollen, je nachdem wie halt, was man halt geladen hat und wie es halt rausfällt. Genau, wir fahren jetzt noch ein Stück zurück, dass wir auch an die Bordwand dann hinkommen, um wieder die Verriegelungen zu schließen, dass die Bordklappen wieder geschlossen sind. So, dann machen wir die zweite Verriegelung noch zu. Genau, dann haben wir jetzt einmal seitlich, einmal hinten gekippt. Ja, und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal wieder vor. Oder wohin schauen wir? Na, ganz einfach. Wir schauen uns jetzt erstmal gemeinsam Folge 3 an. Herzlich willkommen zurück zu Stone Crush. Truckerin Edith ist mittlerweile mit ihrer feinen Ladung am Zielort angekommen. Hier im Werk 4 mit der Jura-Asphalt-Mischanlage wird der Brechsand dann weiterverarbeitet als Bestandteil von Asphalt. Laut dem Deutschen Asphaltverband wurden in 2022 rund 39 Millionen Tonnen allein in Deutschland produziert. Martin, den Brechsand von Weikenhof im Bunker oder in der Halle kippen? Kippen in die Halle rein. Ja, danke. Übrigens, noch heute wird in der Umgangssprache eine Straße geteert, wenn sie einen neuen Asphaltbelag erhält. Doch Teer ist im Asphalt in Westdeutschland seit den 70ern und in ostdeutschen Bundesländern seit 1990 aufgrund von gesundheitsschädlichen Kohlenwasserstoffen verboten. Das ist die Zuleitung für die Mischanlage, die ist aber im Moment voll. Wir müssen das in die Halle reinkippen und da wird es, so wie es benötigt wird, dann in die Bunker reingefahren mit dem Lader. Dann fahren wir jetzt rückwärts hin und dann kippen wir den Sand da ab. Vorher noch aufplanen und dann haben wir den Auftrag erledigt. In Laba werden rund 140.000 Tonnen Asphalt pro Jahr hergestellt. Kollege Martin sorgt mit dem Lader dafür, dass die Bunker immer voll sind und natürlich für die nötigen Sticheleien. Ja, hast du
deine Frau im Bonus einmal voll ausgeschöpft. Ja, was anderes habe ich doch auch nicht erwartet, oder? Rund 24 Tonnen verlassen jetzt die Mulde und Edith damit auch irgendwie ihr Gefühl im Füßchen. So, jetzt habe ich abgekippt. Jetzt muss ich hinten Unterfahrschutz sauber machen, schauen, ob die Brücke sauber ist. Und dann haben wir den Auftrag erledigt. Für Edith ist danach aber noch lange kein Feierabend in Sicht. Für sie geht es mit ihren 510 PS zu einem richtigen PS, einer Herzensangelegenheit, aber dazu später mehr. Es ist genug Sand da, damit weiter gemischt werden kann und Kollegen wie Vanessa fleißig Mischgut fahren können. Für Nachschub sorgt heute auch Sprengmeister Markus Hoberger. Der 54-Jährige soll eine Wand mit einem Volumen von 6.900 Kubikmetern sprengen. Umgerechnet rund 15.000 Tonnen. Also ich habe mir Dolomitgestein und unten gleich die Stufe da unten, das ist Kalk. Das ist alles im Jura. Ja. Ja. Und man sieht es ja außenrum, ist alles recht verschieden oben drauf. Also der Dolomit hat jede Gemeinheit. Der hat Stein, Sand, Lehm, Hüllen. Und ja, das ist eigentlich auch eine Besonderheit von dem. Ja. Also hier haben wir das Bohrloch, es ist noch jetzt noch nichts drin. Jetzt kommt die erste Patrone mit dem Zünder. Und bei dem Loch arbeiten wir mit zwei Zündern. Hat den Grund, wird die Erschütterung reduziert. Und Zündung aus dem Bohrloch tiefsten ist immer besser. Die kriegst du Verspannung im Fels, ist ja unten. Und wenn hier Luft ist, dann sieht der Rest leichter. Die Löcher sind jetzt 20 Meter tief. Ja. Wie viele Löcher haben wir jetzt? 18, das ist die Reihe der Rinde. Ja, und insgesamt haben wir dann 1800 Kilo versteckt. Und das heißt wiederum 100 Kilo pro Loch. Das ist ganz wichtig, weil wenn man nichts hört, muss man nachmessen. Nicht, dass man da eine Bombe bastelt. Hier haben wir erst viel Sand mit dabei, viel Sandanteil im Fels. Dann können die Bohrlöcher größer werden wie das Kaliber. Und wenn man da nicht aufpasst, dann bringt man auf einen Punkt viel zu viel Sprengstoff rein. Dann wäre das Hören immer wichtig, weil man nichts hört. Dann immer jedes Ding messen. Oder eben mit Sand auffüllen. Zwischenbesatz nennt man das dann. Ja. So, und jetzt haben wir schon mal den ANC-Sprengstoff einfüllen. Der in Patronenform, der ist ziemlich schnell. Und der ist ein bisschen langsamer, baut aber mehr Gas auf. Und die Kombination mit den beiden, dann ist das optimal. Vier unabhängige Steine hier. Ja. Eine Sprengung wie heute kostet rund 7.000 Euro. Das ist jetzt eben ganz wichtig. Hier haben wir jetzt die Trennung für die beiden Zünder. Das ist jetzt nur der Zünder, nimmt jetzt erstmal die 50 Kilo unten im Fuß mit. Und jetzt haben wir die geteilt durch den Zwischenbesatz. Und jetzt kommt die Sprengschnur zum Einsatz, weil hier, die ist ja da, um den Zwischenbesatz zu überbrücken. Dann, weil hier oben braucht man nicht so viel, dann kann man da ein bisschen mehr strecken. Markus hat seinen Sprengschein übrigens seit 1993. Das heißt, du musst auch einfach nur drin rumbinden, du musst gar nicht mehr reinstecken quasi irgendwo. Macht jeder verschieden. Die einen sagen, ja, muss durchgestochen werden, ein Knoten und geht so auf. Hauptsache die Schnur ist einmal an Sprengstoff dran. Markus hat nach der Schule den Beruf des Webers gelernt. Ein doch etwas ungefährlicherer Job. Aber trotzdem, das Gefährliche ist immer, man ist ja kein Hellseher, man weiß ja nicht, was da drin jetzt schlummert. Ne? Und das ist das Problem. Dann wäre ich mir vielleicht immer am Schluss so aufgeregt noch. So, okay, jetzt sind wir da fertig. Jetzt haben wir dann die letzte Patrone ran. Und ein letztes Mal Sand obendrauf. Dann sind die Sprengvorbereitungen abgeschlossen. Markus checkt noch einmal die Verbindung. So, dann machen wir noch eine Sicherung, dass sie nicht mehr rausrutschen können. Jetzt haben wir eigentlich alles verbunden. Jetzt können wir schon ans Zünden gehen. Und wie schon gesagt, das ist ein Verzögerer, ist auch wieder Zünder drin. Zünder und Schnur machen Krach. Also zudecken. Die Orangen, das sind die Zünder selber. Das ist nur der Unterschied. Die Gelben, da ist ein Verzögerungssatz drin. Okay. Steht da drauf, sieht man das noch? 42 Millisekunden sind das.
Also du musst auch darauf achten, wo du anfängst und wo du aufhörst mit dem Legen der Schnur. Genau. Vom Nicht-Elektrischen kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Also ich fange immer von hinten her an, dann geht mir immer... Scheiße. Oh, das Lied mit Je t'aime. Das kostet ihn übrigens eine Kiste Bier. Handy an bei Dreharbeiten. Fängt man von hinten her an, kommt man vorne raus und fast. Dann kann man dann nochmal die Zündfolge eben durchgehen. Und dann passt es. Also wir sind jetzt fertig, wir können dann nochmal alles absperren. Und dann lassen wir es krachen. Es folgen nur noch die notwendigen Sprengsignale. 4, 3, 2, 1, Zündung! Und noch einmal in Slow-Mo, weil es so schön war. Sprengung erledigt, nun muss Markus schauen, ob alles gezündet hat. Ja, Sprengung war optimal, haufwerklich sauber da und genauso wie ich es gesagt habe, keine großen Steine, brechergerecht, optimal. Und laut war es auch nicht, gewackelt hat nichts, so muss sein. Markus gibt den Bruch durch das letzte Signal für alle wieder frei. 20 Kilometer weiter nordöstlich. Truckerin Vanessa Hill ist unterwegs zur Autobahnbaustelle auf der A6 Höhe der Autobahnabfahrt Amberg West bei Ursensoll. Hier wird auf einer Länge von rund einem Kilometer innerhalb von 5 Tagen in einzelnen Abschnitten der Asphalt erneuert. Die 24-Jährige hat zuvor schon 2 Touren Fräsgut gefahren und bringt nun die für sie letzte Fuhre des Tages auf die Baustelle, das heiße Mischgut. Genau, dann in der Wartezeit bereite ich schon mal alles vor, also Unterfahrschutz hoch, die Ketten einhängen, damit eben der Unterfahrschutz nicht im Asphalt drinnen liegt, dann, wenn der Fertiger hinten an mich hinfährt. Genau, wird es dann vorbereitet und dann warte ich drauf, bis ich zum Fertiger hinfahren kann. Eine ausreichend hohe Einbautemperatur von mindestens 125 Grad beim ersten Andrücken mit einer 12-Tonnen-Walze ermöglicht nicht nur eine wirksame Verdichtung, sondern ist auch Voraussetzung für einen guten Schichtenverbund. Man muss halt aufschauen, was halt der fertige Fahrer sagt. Also er gibt Anweisungen, ob man aufkippen muss, ob man halten soll oder ob man abkippen soll. Und da muss man eben die ganze Zeit die Augen drauf haben. Man muss sich halt auch auf die Straße konzentrieren, dass man gerade bleibt. Und genau, das ist so das Wichtigste, worauf man aufschauen muss. Jetzt ist Vanessa an der Reihe. Doch die erste Anfahrt ist nicht so, wie sie sein soll. Vanessa kommt nämlich nicht mittig genug. Die Kollegen schicken sie daher erneut zum Anfahren. Normalerweise ist Eile geboten, denn der Fertigerfahrer muss die Übergaben in den Fertigerkübel so lenken, dass keine vollständige Entleerung eintritt. Doch damit Vanessas Mischgut ein neuer Bereich auf der Straße gefüllt wird, kann die Maschine kurz warten. Bei einem Stillstand des Fertigers kann zum Beispiel die Verteilerschnecke erkalten. Das würde wiederum beim Wiederanfahren ein Ansteigen des Mischguts hinten bei der Einbaubohle erzeugen. Die Folge? Ein hohlraumreicher Abschnitt entsteht, der sich nicht mehr ordnungsgemäß verdichten lassen würde, zudem eine Unebenheit in Längsrichtung bildet. Also es gibt die Fertigerbremse, die kann man anmachen. Das heißt, dass der LKW ganz leicht von selbst bremst und eben der Druck vom Fertiger dann eben den LKW dann ganz leicht anschiebt, aber er trotzdem dran bleibt. Ich mache es meistens mit dem Fußpedal, mit der Betriebsbremse, also dass ich leicht auf der Bremse bin und dann immer wieder schaue, dass ich den Druck spüre und dass ich eben an den Rollen dran bleibe. Im Notfall habe ich auch noch die Rückfahrkamera, das mir dann zeigt, dass ich trotzdem noch am Fertiger dran bin. Genau, jetzt geht's weiter. Die Förderschnecke verteilt nun den letzten über 150 Grad heißen Asphalt aus Vanessas Mulde. Genau, man muss eben schauen, dass man immer mit dem Fertiger verbunden ist, dass man eben nicht davor kippt oder wegrollt vom Fertiger. Und da haben wir mit den Leuten haben wir so einen kleinen Pakt, dass wenn man wirklich wegrollt und daneben kippt oder sonstiges, dass man denen dann eben ein Kasten Bier schuldig ist. Deswegen versucht man immer, dass man auf keinen Fall wegrollt. Mir jetzt nicht, aber es ist schon mehreren passiert. Also die haben auf jeden Fall schon viel Gewinn damit gemacht und viele Kästen von uns bekommen. Die letzten Meter, dann ist die Mulde leer. Für Vanessa geht es nun noch zum Saubermachen, denn das Restmischgut verklebt sonst die Mulde.
später. Ich krieg bitte 032. Edith hat noch eine besondere letzte Fuhre des Tages auszuliefern. Ich hole das für einen Reitstall. Das ist eine befreundete Familie von mir. Die bessern da immer im Frühjahr und im Herbst die Wege aus auf der Reitanlage. Edith reitet übrigens selbst von Kindesbeinen an. In einem Schulbetrieb hat sie damals angefangen und lediglich 5 Jahre ohne Pferd im Fernverkehr verbracht. Naja, zumindest hatte sie einen Sattelzug. Als ich im Fernverkehr das Fahren aufgehört habe, hatte ich dann natürlich wieder Zeit zum Reiten, meinem Hobby nachzugehen. Und dann habe ich bei dieser Familie wieder angefangen zu reiten. Und seitdem besteht der Kontakt. Wenn ich mal einen Pferdeanhänger brauche, da habe ich keinen Klinikfahrten oder mal auf ein Turnier, dann hole ich mir von denen den Pferdeanhänger. Und so ist jedem geholfen. Die haben Schotter, ich habe einen Pferdeanhänger. Die Fuhre geht übrigens auf Ediths Nacken. Wie es halt so ist, eine Hand wäscht die andere. Apropos Hände, jetzt dreht es sich um ein anderes Körperteil. Da hat mich einer, der hat einer Stauende übersehen und ist mir hinten rein und hat mich auf dem anderen LKW draufgeschoben. Ich hatte eine Rippenprellung, die gar nicht lustig war. Also ich habe eigentlich gedacht, die sind gebrochen. Also die ersten 10 Tage hinlegen, schlafen, umdrehen, lachen, husten ging überhaupt nicht. Und ich hatte eine Platzwunde am Kopf, weil durch den Aufprall das Funkgerät rausgefallen ist und mir auf den Kopf drauf. Da musste ich genäht werden, aber ansonsten toi toi toi, nichts Schlimmes passiert. Ja, ja, on the road again. Was für ein Wetterchen. Naja, ich schweife ab. Edith ist auf den letzten Metern zur Abkippstelle. So, jetzt muss ich nur schauen, dass ich das Auto hier nicht treffe, das hier steht. So, Kippstelle erreicht. Hier kann ich jetzt abkippen. Rund 23 Tonnen Schotter lässt Edith aus der Mulde rieseln. Ich hab den Schotter gebracht, wie mit deiner Mama ausgemacht. Edith holt sich aber hier nicht nur die Unterschrift ab. Ich habe ja eigentlich im LKW auch eine Kaffeemaschine, nur im neuen funktioniert sie noch nicht. Ist ja auch in diesem Fall gar nicht mal so schlimm. Nach einem kurzen Plausch und ein paar Streicheleinheiten für den Vierbeiner geht es aber auch für sie weiter. Im Werk wartet nämlich noch Chefin Anna auf sie. Sag deiner Mama schöne Grüße, die soll sich bei mir melden, gell? Also, ciao. Achtung, jetzt kommt's. Der Kaffee hat geschmeckt und das lief wie... Ja, gut, ne? Im Bruch ist Fahrschülerin Michelle mittlerweile mehrere Touren mit der Mulde und Fahrlehrer Tobi gefahren. Jetzt wartet die eigentliche Herausforderung auf sie. Dann probierst du das jetzt alleine und das schaffst du schon. So schlimm. Jetzt hast du es 2-mal super gemacht, 3-mal eigentlich. Und jetzt schaffst du das 4. Mal auf jeden Fall allein sein. Okay. Gut. Jetzt zählt es für die 21-Jährige, das Gelernte auch umzusetzen. Rund 60 Tonnen Ladung soll sie mit dem 800.000 Euro teuren Geschoss gleich zum Brecher zur Weiterverarbeitung bringen. Ich weiß, dass ich losfahren kann, wenn er jetzt zum Beispiel mit der Schaufel drauf drückt oder mich anruft oder mir ein Handzeichen gibt. Mit einem Gesamtgewicht von 115 Tonnen beginnt Michelle die Fahrt. Fahrlehrer Tobi schaut sich das Ganze in Ruhe von außen an. Und das weiß, also jetzt nicht so schnell runterfahren. Draht haben wir auch das Gefedere drin, dass du eben so hupst. Umso schneller, weil du runterfährst, umso weniger federt er eigentlich. Du musst halt ein bisschen einschätzen können, weil ist der Boden ist rutschig, ist schmierig, weil da kannst du mal ganz schnell abdriften auch mit dem Gerät. Da hat er aber nichts zu befürchten. Das bisschen Wackeln bringt Michelle nicht aus der Ruhe. Ich bin sehr begeistert, dass es für mich selber auch so gut hinhaut. Und ja, dass der Tobi mir das jetzt auch schon zutraut, dass ich das alleine kann. Die Abfahrt wäre schon mal geschafft. Der jedoch schwierigere Part wartet noch auf sie, das Abkippen am Brecher. Ein wichtiger Punkt, dass ich mich nur auf einen Spiegel konzentriere, so wie es der Tobi mir gezeigt hat, dass ich schön mittig dran fahre. Und dann natürlich auch auf den Bordcomputer schaue. Sobald nämlich die rote Linie in der Mitte ist, ungefähr in der Mitte,
können wir stehen bleiben und dann abkippen. Michelle hat es geschafft. Das Gestein rieselt aus der Mulde und Fahrlehrer Tobi schaut sogar von nahem auch gar nicht mal so unglücklich aus. Fürs erste Mal, wo es jetzt fährt, also nicht schlecht. Kann man eigentlich nichts Schlechtes sagen. Die fährt eigentlich gut. Mit so viel Lob vom Fahrlehrer kann Michelle ja nur Ja zum immer Mulde fahren sagen. Schauen wir mal. Auf der A6 Höhe der Autobahnabfahrt Ambeck West muss Truckerin Vanessa nun selber nochmal Hand anlegen und an der Mulde so einiges wegkratzen. Ich mache jetzt die Mulde sauber und die Klappe. Weiß jetzt alles mit Mischgut voll ist. Also es kommt auch immer darauf an, was wir fahren, ob wir Unterbau fahren oder Spitmastix, also Decke. Und das ist jetzt eben Decke, Spitmastix, und es klebt noch mehr wie Unterbau zum Beispiel. Nee, ankotzen tut es mich nicht. Das gefällt mir sogar, das sauber machen. Aber bei Unterbau ist es schöner, weil das nämlich nicht so extrem klebt. Und da ist man schneller fertig mit sauber machen. Bei Spitmastix braucht man halt länger, bis alles weg ist. Nach weiteren 5 Minuten ist dann auch das geschafft. Vanessa hat nun endlich Feierabend. Michelle ist weitere 8 Touren gefahren und hat abgeliefert. Doch wie wird ihr finales Fazit lauten? Tobi stellt ihr die alles entscheidende finale Frage. Und wie war der Tag? Richtig cool, hat mir richtig gut gefallen. Aha, kannst du morgen für mich weitermachen? Nee, ich muss eindeutig wieder auf die Straße. Okay, ja, dann mach ich morgen wieder meine Arbeit. Okay. Prüfung bestanden, doch ihren Benz tauscht sie so leicht nicht ein. Mittlerweile ist Edith wieder im Hauptwerk in Laba angekommen. Auf sie wartet kurz vor Feierabend noch ein Gespräch mit Fuhrparkchefin Anna. Es geht um ein kleines Anliegen, das Edith an ihrem neuen LKW nicht so ganz so toll findet und bei dem dringender Handlungsbedarf besteht. Hallo. Hi, Anna. Und schon Feierabend? Ja, jetzt. Was sagst du? Neue Fahrzeug? Super, wirklich toll. Möchte ihn nicht mehr missen, aber ich bin jetzt wirklich nicht groß. Das kannst du aber auch gerne selber mal probieren. Ja. Also hier das Raufsteigen, bis man hier an dem Griff ist. Okay, aber die waren das auch bei den anderen Fahrzeugen viel weiter vorne. Die waren bei den anderen weiter vorne. Also wie gesagt, ich bin klein. Kannst du gerne mal probieren. Edith hat ein Problem entdeckt und auch gleich noch einen Vorschlag parat, wie man es lösen könnte. Ja. Ich habe da einen Bügel. Ja, den müsste man ja eigentlich bloß nach vorne versetzen, oder? Ja, ob der nach vorne zu versetzen geht, weiß ich nicht. Aber ja, ich sag mal, wenn sowas in der Art, wenn man sowas ranmachen könnte, also muss jetzt nicht der sein, aber ja, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Da irgendwie, vielleicht kann der Stefan in der Werkstatt was machen. Ja, da rede ich mit dem Stefan. Das müsste funktionieren, weil hier sind die Löcher schon vorgebohrt und dann muss er. Ich weiß nicht, ob man den umsetzen kann, aber der ist wirklich, die alten waren hier vorne. Ja, klar. Da bist du gleich hinkommen, aber da. Tja, ob groß oder klein, ein neuer Bügel zum Hochgehen soll es sein. Aber ansonsten. Nee, aber das kriegt man noch geregelt. Das super hat der zufrieden. Stefan sich was übernehmen. Sehr schön. Das alles klar. Mich. Okay. Dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Ebenso. Schönen Abend dir. Tschüss. So, Schlüssel. Und da ich kein Geld mehr hatte für die Lizenz des letzten Liedes, pfeife ich drauf. Und das nächste Mal bei Stone Crush. Haben wir die Mittagspause beendet. Jetzt fahren wir sozusagen zu dem runtergekippten Hauptwerk hin. Mit denen als erstes die Steine aufladen. Und wenn wir die Steine fertig sind, dann fahren wir den Aushub. Ja, und Shorty greift endlich ins Geschehen ein. Ja, das war's erstmal von Shorty, zumindest bis jetzt. Wir befinden uns mitten in den Dreharbeiten zu Folge 4, 5 und 6.
und haben wieder tolle neue Charaktere für euch dabei, sowie auch ja, alte Charaktere mit neuen Stories. Shorty gibt es natürlich dann auch in Folge 4 das erste Mal zu sehen, sowie einen ganz, ganz krassen neuen Schwertransport. Ich möchte mich erstmal bei euch bedanken für die, oder wir möchten uns bedanken für die tolle Unterstützung, die wir bis jetzt erhalten haben. Ich hoffe, das wird noch mehr. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns wieder Ende November und ich trinke mir jetzt erstmal meinen Tee. Scheiß Beutel fällt da immer rein. Wir sehen uns. Bis dann.